Aber. Und dann letztens Gott eintragen, dann hat er die ersten Zeit, die dann auch. Ja, haben wir ja vorgezogen. Der Termin vom Feiertag ist ungefähr. Ja, ist hier noch dein Bildschirm vor uns? Ja. Ich habe gesagt, ja. Also, ich habe gedacht, ich mache irgendwas zum Anfang. Zum Thema Change Management. Und in der letzten Woche war ich, wo ich übrigens den Torben getroffen habe, auf einem Change Camp, auch einem Camp, aber eben rund um Change Management. Und da hatten wir unter anderem auch das Thema Management Alignment, wie kann ich. Kriege ich bei Infomanagement, dass sie das Thema unterstützen. Ich denke, das wollte ich auch nochmal mitnehmen, weil das ist ein Evergreen. Ich meine, bei uns jetzt in unserem Kontext SAP-Projekte, da ist natürlich Change Management wichtig. Langsam ist die Awareness ein bisschen höher, aber dann die Budgets doch nicht immer unbedingt. Beim Thema Training, ich denke, ist es auch so ein Evergreen. Und das wollte ich auch nochmal diskutieren. Ich habe 2-3 Folien mitgebracht. Wir werden dazu neulich auch mal eine Community-Session. Wir haben so eine Change and Learning Community von SAP. Da haben wir so ein Whiteboard dabei. Ich kann es versuchen, oder vielleicht will jemand von euch dann auch in die Diskussion dann so versuchen, parallel so ein bisschen mit zu dokumentieren. Genau. Ganz kurz, wir sind hier im Learning Camp. Change Management, ist es für euch ein Thema? Kurz mal in die Runde. Die Online-Teilnehmer können sie aber auch gerne in den Chat schreiben. 85% habe ich jetzt kurz ausgewertet. Betroffen ist jeder oder jede. Auf jeden Fall aktives Gestalten dann wahrscheinlich auch. Von wegen KI, da habe ich jetzt versucht, das Thema mal so zu visualisieren. Manchmal hilft sowas eigentlich fast mehr. Wie tolle O-Projekt heißt das. Warte mal, ich muss einen Fehler mal korrigieren, wenn du Fehler hast. Da war die KI, hat mir nicht geholfen. Die ist aber noch nicht im PowerPoint. Ne? Das ist vielleicht schon der erste Punkt, aber kommen wir vielleicht nachher dazu. Manchmal ist was Visuelles, was Emotionales hilft, vielleicht auch jetzt neben Business Case und so weiter. Wir machen da gerade so eine Kampagne, Ride the Change, um jetzt bei unseren Kunden und Partnern darauf hinzuweisen, ja, das wie wir auf der Welle reiten, ist mit einem richtigen Brett und einem richtigen Skillset, dann funktioniert das besser, so auch bei der Digitalisierung so und so weiter. Und kommt auf jeden Fall oder bekommt ein größeres Echo, wenn man so narrativ eine Visualisierung hat, wie jetzt vielleicht ein White Paper, früher mal ein White Paper geschrieben und dann komplexe Modelle aufgemalt, was auch schön ist, aber. Naja, aber daher kam das auch erstmal versucht, mit KI zu visualisieren, kann man auch schön rumspielen. Das war jetzt Delhi. Wir haben Stable Diffusion gespielt, also Open Source Delhi über den Wing-Browser. Ist relativ einfach. Man braucht nur lang, also hat irgendwie einen Tatort gebraucht. Ich habe es während Tatort gemacht. Ich auch nicht. Sorry. Auf jeden Fall, bis man den richtigen Prompt hat, weil die sahen am Anfang nicht so aus. Meinen Erwartungen angemessen, sagen wir es mal so. Genau, also Change Management wissen wir, ist wichtig. Ich denke, ihr habt alle genickt, da kann ich drüber weggehen. Bei uns in unserem Kontext ist es ist auch die Adoption wichtig, dass die Menschen dann die Software zum Beispiel nutzen. Deshalb einer der Gründe von uns, warum wir das auch propagieren, natürlich auch, dass Menschen produktiver sind und zufriedener. Es gibt
gibt verschiedene Modelle. Wir haben auch eins. Ich denke, das ist alles meistens Common Sense, dass es Kotta ist oder jetzt unser Framework mit verschiedenen Dingern, Themenbereichen. So sieht es dann aus im SAP-Projekt. Da ist ja meistens die Technologie führen. Die muss irgendwann halt mal live gehen. Und da gibt es aber für Change eben auch verschiedene Sachen zu tun. Ich denke, das macht es vielleicht sogar ein bisschen einfacher, wie wenn ich jetzt so einen Kulturwandel oder andere Veränderungen habe, weil ich es daran eben ausrichten kann, so ein bisschen. Genau, das war es zu so einer Mini-Einführung nur. Und das war jetzt der Output von der Community-Session. Da können wir vielleicht ein bisschen drauf aufbauen. Da ging es um Management-Alignment. Da gibt es eben unterschiedliche Ansätze. Auf jeden Fall immer mehr gucken, wo es steht. Das Management oder auch so die Firma bezüglich Readiness, Stakeholder-Analyse natürlich auch teilweise verbunden mit. Dann gibt es so klassische Sachen wie Steering Committees, Status-Updates, Business Cases machen natürlich, was bringt es überhaupt, um so eine vielleicht auch also, fürs Management das plastisch zu machen. Und dann später eben dann doch emotionale Dinge anzusprechen über Storytelling oder so eine Change. Story, adressatengerechte Kommunikation hilft, ups. Also die Leute auch abholen, je danach, wie sie ticken, jetzt im Lenkungsausschuss zum Beispiel, trainieren, wurde auch, wurde auch öfters genannt, dass man auch Manager überhaupt mal erklärt, was ist es überhaupt, also was es hinter dem Change ist, dass sie auch die Skills haben dazu. Es gibt ja auch das Konstrukt der Veränderungskompetenz, da ist eine Persönlichkeit und Kontext wichtig. Aber natürlich auch die Fähigkeit und die Skills, die kann man auf jeden Fall trainieren. Da gibt es alles Mögliche, auch so Simulationen oder kurze Schulungen. Genau, das war jetzt mal ganz kurz so ein Überblick. Purpose, Workshop, Vision ist natürlich auch wichtig, dass man am Anfang natürlich auch gerade mit Management versucht, sich da auszurichten und dann ein gemeinsames Zielbild zu erreichen. Das ist, dass vielleicht alle sogar das Gleiche verstehen. Das wurde es auch schon öfters genannt, dass wenn man sowas sagt wie Change Management, da gibt es dann ganz unterschiedliche Annahmen davon, dass nicht jeder das Gleiche versteht darunter, was es jetzt ist. Das wäre so mit meinem Mini-Input, 10 Minuten. Genau, jetzt ist die Frage, was meint ihr? Sollen wir einfach eine Runde machen und dokumentieren? Wie können wir das Bewusstsein verschärfen? Was übrigens nur noch ein Punkt, was ich interessant fand. Also wir gehen ja traditionell davon aus, von so, dass wir das Management eben auf jeden Fall benötigen, dass sie es unterstützen müssen. Es war eine Firma, die hatte so eine First-Mover-Gruppe, die ihr Button-Up gearbeitet hat. Wie gesagt, wir haben, gibt da wieder Adoption-Kurve, so die Early-Adopter, die willigen. Dass man mit denen mal anfangen. Das ist bei manchen Sachen vielleicht organisatorisch nicht so einfach, bei manchen Sachen kann man es vielleicht machen, um dann halt eben Beispiele zu sammeln, Erfahrungen zu machen, auch was Erlebbares dann zu erreichen. Fand ich auch nochmal einen interessanten Ansatz. Vielleicht noch interessieren würde, wie kamt ihr zu dieser Fragestellung oder gab es da gewisse Erlebnisse, wo ihr gemerkt habt, okay, das ist irgendwie wirklich ein Arbeitspunkt, weil irgendwie es irgendwie keine Unterstützung gibt, dass, oder das Verständnis nicht da ist, oder? Meine Frage verständlich. Also diese Punkte. Ja, genau. Also. Das war ja, das steht dann eben dran in der Liberating Structure. Das waren solche kleinen Gruppen, hat man gefunden, und wurde eigentlich, kann man so sagen, wie im Brainstorming. Nee, das ist klar. Ja. Ihr so prinzipiell, erlebt ihr regelmäßig, dass ihr das sozusagen sagt, okay, eine Change Management Initiative braucht es in einem Projekt, wird dann aber nicht bedacht, oder das ist sozusagen eher? Genau, also ja. Ich würde mal sagen, wenn wir und die, ja. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, die Frage zielte darauf hin, Thomas, warum haben wir überhaupt diese Session eingereicht? Was glauben wir eigentlich? Warum müssen wir darüber überhaupt reden? Ist das unsere Erfahrung, dass wir das nicht so war, also dass es einfach zu wenig Bedeutung bekommt und wie können wir diese Bedeutung steigern? Und tatsächlich, also wir können es, glaube ich, mit einem eindeutigen Ja beantworten. Es ist einfach immer eine Geldfrage, es ist eine Awareness-Frage, also inwieweit ist das Thema überhaupt im Vordergrund, wie weit wird es überhaupt gesehen und insofern ein eindeutiges Ja.
Also ich glaube, die Sichtbarkeit, das ist so dieser wesentliche Punkt. Wir hatten uns ja gestern Abend auch kurz drüber unterhalten. Ich sage jetzt nochmal, mein Haus, mein Auto, mein Change-Prozess. Ja, also quasi so übertragen auf eine Smartwatch. Ja, so wenn ich jetzt so als Managerin so ein Tool hätte, wo ich sagen kann, ich erreiche eine Sichtbarkeit für die Veränderungen, die im Unternehmen stattfinden. Und ich würde dann zum Beispiel sehen, so, diesen Monat wird es knapp, ja, du musst noch was leisten, um diesen Monat den Change-Prozess zu fördern. Ja? Also egal jetzt in welche Richtung, ob es mit einer offenen Kommunikation passiert oder indem ich halt vielleicht noch ein Team-Event mache oder indem ich halt vielleicht nochmal ein bisschen Geld nachschießen muss, ja, dann fände ich das, also ich finde den, seit gestern Abend ist dieser Gedanke so in meinem Kopf, ja, so diese Managerin Smartwatch, ja, oder Smart Tool, das irgendwie immer so sagt, so, oh, sorry, ja, den Monat wird es knapp, mein Lieber, ja. Also, Change-Punkte sammel deine Change-Points. Thomas, machst du bitte die Folie in groß im Chat, spielen, bitte, dass das schlecht zu sehen ist. Sorry. Dankeschön. Also mir fehlt da die Auftragsklärung. Ne? Also manchmal komme ich früh rein als Change Manager, manchmal spät, aber egal. Also wenn ich die Smartwatch habe, dann wird der Auftrag geklärt. Ja, aber was ist der Auftrag? Ne? Also will die abnehmen oder will die Marathon laufen oder was? Ne? Also für was will sie Punkte sammeln? Ja. Und das fehlt mir auch so ein bisschen auf der Sammlung, weil das ist essentiell. Eine klare Auftrag zu haben und dann klärt man auch das Change Management. Manchmal kommt es da auch dummerweise mehrere Runden, bis man sich eingeschwungen hat. Oder es braucht nochmal ein Nachschärfen im Prozess. Aber das ist meines Erachtens das A. Woran messen wir denn, dass wir am Ende das Ziel erreicht haben und unsere Punkte dann eben verfolgen? Da kann ich gut anknüpfen, weil ich finde, also immer dieses Purpose-Ding, ja. Also, das ist ja in Teilen vielleicht auch schon ein bisschen so überspannt, also oder geht mir halt so, als wenn ich Purpose schon höre, dann denke ich manchmal schon so. Früher war es die Vision, die hing dann in der Eingangshalle und alle Führungskräfte hatten unterschrieben. Ja, da kann man gleich vorausgehen. Ja. Also man weiß von mir schon, das ist nichts. Ja. Und wir hatten jetzt in dem Workshop oder in dem Meeting davor, da ging es darum, eine sich online zugestanden hat, gesagt, die Herausforderungen müssen klar sein. Und ich glaube, das ist jetzt wieder der Punkt. Ja? Es geht nicht um den Purpose, sondern es geht darum, die Herausforderungen zu visualisieren und klarzustellen. Und wenn ich dann weiß, welche Herausforderungen ich habe, dann kann ich sie natürlich auch in eine Smartwatch packen. Ja? Wenn ich weiß, meine Herausforderung ist mangelnde Kommunikation über alle Ebenen, mangelnde Wertschätzung über alle Ebenen, dann habe ich zwei KPIs. Das eine ist Kommunikation, das andere ist Wertschätzung. Und ja, aber dann bin ich jetzt auch schon am Ende. Ich wüsste es nicht. Dann sind wir auch wieder bei der Messbarkeit. Ja. Wobei ich trotzdem denke, es gibt für alles Möglichkeiten. Ich glaube, die Herausforderung ist oft, dass das Thema gar nicht so im Vordergrund steht, sondern jetzt der technische Go-Live, die Prozessoptimierung, die beschleunigte, keine Ahnung, Go-to-Market, was dann hinten rauskommt oder Kosten sparen oder so. Also das ist genau auch der Punkt, den ich machen wollte, dass man jetzt, okay, mit Change, dann kommst du dann vielleicht im Worst Case, wenn es zu spät ist, oder? Ja. So, dass Change Management eben nicht gesehen wird oder zu spät gesehen wird, wenn schon das Kind im Brunnen gefallen ist, sozusagen die Leute motivieren. So meine Erfahrung, dass eben dieses immer so am Ende steht. Oh, jetzt müssen wir was tun. Oh Gott, jetzt ist ja eine Veränderung da. Nee, eigentlich war die ja klar. Aber Dominik wollte noch was sagen. Dominik, magst du dich einfach muten? Ja, danke. Hallo zusammen. Vielleicht, ich würde da auch direkt einmal anschließen bei dem Thema Transparenz. Ich habe letztens ein sehr, sehr spannendes Buch gelesen von Klaus Leopold. Da geht es um Flight Levels. Und die haben so ein strategisches, oder er stellt da so ein strategisches Kanban-Board vor, wo das strategische Portfolio drin ist. Und ich glaube, wir haben ganz häufig, insbesondere natürlich bei Entscheidern, Geschäftsführern, das Problem, dass ja es nicht nur ein Change gibt oder nicht nur ein Change-Projekt oder nicht nur eine Software-Einführung, sondern ganz, ganz viele.
und die eigentlich auf dieser Entscheiderebene ganz viele Dinge auf einmal losschicken, aber selber dann auch irgendwann nicht mehr die Transparenz haben, wo stehen wir, was ist eigentlich gerade Priorität 1, wo muss ich vielleicht auch selber nochmal Flagge zeigen. Und ich glaube, dass es hilft, wenn es jetzt, ob das jetzt so ein Board sein muss oder nicht, aber wenn man diese Transparenz schafft, zu sagen, okay, ihr habt gerade 6 Change-Projekte gleichzeitig gestartet, priorisiert doch mal, was ist jetzt aus eurer Sicht gerade wichtig, und holt euch dazu dann den jeweiligen Status, und dann kann man nämlich in den Austausch gehen, wo brauchen wir euch gerade, weil ich habe das ganz häufig erlebt, dass es halt dann da überhaupt nicht mehr transparent war, was haben wir eigentlich gerade für eine Vielfalt an Projekten, die parallel laufen, und wo braucht es jetzt gerade unsere Priorität drauf. Das heißt, ich finde es super wertvoll, da auch eine gemeinsame Transparenz reinzubekommen und die auch sich immer wieder zu aktualisieren. Da wirklich über dieses Board jetzt zum Beispiel in diesem Beispiel wirklich sehr, sehr frequent zu sprechen, zu gucken, wie priorisieren wir Themen neu, wo sind vielleicht auch einfach Aufgaben, Projekte schon abgeschlossen. Ich kann das empfehlen, dieses Buch von Klaus Leopold. Ich fand es sehr, sehr einfach geschrieben und ich finde, es hat eine ganze Menge sehr, sehr coole Denkanstöße auch zum Thema Change Management drin. Wie hieß das nochmal? Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Moment, doch, ich habe es hier liegen. Moment. Kann man das so sehen? Ja, Agilität neu denken, glaube ich. Ah, cool. Genau, richtig. Dieser Typ hat so einen schönen österreichischen Slang drauf. Könnt ihr euch gerne auch mal einladen. Der Klaus Leopold, okay. Ah, und gut. Vielleicht aber da nochmal ein Hinweis dazu, Dominik. Ich finde das einen super wichtigen Punkt, aber das setzt ja schon voraus, dass das Thema Change im Grunde schon die Aufmerksamkeit hat. Also ich finde, wenn das die Aufmerksamkeit hat, ist das ein ganz wichtiger Punkt, um dann die Transparenz zu schaffen. Aber wie schaffen wir es denn auch nochmal, ich glaube, das ist nochmal die Ursprungsfrage, wie schaffen wir es denn, zu dieser Aufmerksamkeit zu kommen und dass es überhaupt Budget, Zeit und Sonstiges dafür gibt? Ich glaube, es muss erstmal ein Verständnis dafür da sein, was Change überhaupt alles ist und beinhaltet. Also das ist für mich immer so die Sache, Change, es hat ja auch ganz viel zum Beispiel mit Reorganisation zu tun. Also das habe ich am eigenen Leib sehr leidvoll im letzten Jahr erleben dürfen, was ein unbegleiteter Managementwechsel für Folgen haben kann und wie der ein ganzes Team lahmlegen kann, wenn der nicht gut vorbereitet ist und wenn da nicht wirklich auch das Team begleitet wird. Also Change ist ja nicht unbedingt nur im Projektmanagement-Bereich, wir führen eine neue Software ein oder sowas, sondern das ist auch für mich. Und da die Transparenz oder die Schulung des Managements, wie begleite ich denn Change und was sind denn die normalen Dinge, die in so einer Veränderungsphase passieren, auch mit den Mitarbeitenden, also auch da, das fände ich das Allerwichtigste, dass wirklich jeder mal von diesen ganzen Phasen der Veränderung und des Veränderungsprozesses was gehört hat, jeder Manager und Managerin darauf eingehen kann. Ne? Ich mache gerade hier so bei rum. Also du glaub, warst sogar der Erste, ne? Ja, auch ganz kurz daran anknüpfend, zum Change Management passt ja häufig auch das Thema Transformation Design. Das heißt, wenn es um die Nachhaltigkeitstransformation geht, die sehr viel länger ist vom Zeitraum als jetzt ein Change, was in der Regel 1 bis 2 Jahre ist. Und zum Thema Transparenz finde ich es immer ganz gut, wenn man hier auch definiert, was ist jetzt ein Transformation-Prozess, was ist ein Change. Zum Beispiel höre ich des Öfteren, dass wenn SAP bei Unternehmen eingeführt wird, dass danach eine ganze Change-Mannschaft antritt. Ist vielleicht aber auch für ein mittelständisches Unternehmen eher eine Transformation in die Digitalisierung. Und das, was auch häufig fehlt, so die Kommunikation von der Geschäftsführung, wohin transformieren wir uns und welche kleineren Change-Projekte haben wir. Ich mache es mal weiter, genau. Also ich habe auch keine Lösung, aber eben auch noch einen Gedanken dazu. Was ich merke, ist einfach, dass der Fokus sehr stark auf Zahlen und auf neuen Geschäftsmodellen und auf wie können wir denn der gesellschaftlichen Transformation begegnen, wie können wir wirtschaftlich bleiben, liegt. Und viel, viel, viel zu wenig gesehen wird, dass Change halt einfach einen großen Teil ein People-Thema ist und ein Lernthema ist. Und ja, also ich sage immer, meine Organisation ist ganz schlecht darin, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Also sie sind wahnsinnig gut darin, gute Ideen zu haben, viele Ideen zu haben, zu überlegen, wie können wir unser
sehr analoges Produkt digital machen. Aber vergessen vollkommen, dass die Menschen im Unternehmen das mitmachen müssen, dass die Ängste haben, dass die allein vom Flurfunk schon Sorgen haben, dass sie ihren Job verlieren. Und ich glaube, dass halt am Ende da der Knackpunkt auch liegt. Also immer wieder, auch vielleicht auch einfach die Rolle von uns als Learning Experts, immer wieder die Hand zu heben und sagen, hallo, das ist ein People-Thema. Wir müssen da auch, frühzeitig auch drüber sprechen, was hat das denn für unsere Leute für Auswirkungen und was passiert da, welche Ängste werden da geschürt und wo geht es überhaupt hin für unsere Leute. Also das ist für mich so ein großer Knackpunkt. Kommunikation und Transparenz ist da was ganz, ganz Wichtiges. Ja. Ne? Die Leute mitnehmen und abholen. Genau. Und Und eben nicht nur sagen, was wir machen, also nur erklären, da und da geht es hin, sondern eben wirklich in die Tiefe eine Transparenz zu haben und Hintergründe und Zusammenhänge zu erklären und Zusammenhänge verständlich zu machen. Ich glaube, du solltest jetzt essen. Ne? Ich wollte genau in die gleiche Kerbe wie ihr beide gerade, ne? Was ist denn überhaupt Change und dass Change in People's Business ist? Und das mal ein Beispiel aufzeigen. Ich habe vor Jahren bei Douglas gearbeitet. Und in meinem Vorstellungsgespräch damals, da waren alle Leute stolz, wie lange sie schon in diesem Familienunternehmen sind. Also das wurde wirklich so vor sich hergetragen. Ich bin seit 20 Jahren hier, die anderen sind seit 30 Jahren, seit 40 Jahren da. Und bei Douglas war es so, in Hagen war die Zentrale und das Filialgeschäft und die waren alle per Sie. Ich habe in Köln gearbeitet im E-Com und wir waren alle per Du. Und in meiner ersten Zeit, ich habe immer gefragt, arbeitet die Person in Hagen oder in Köln, damit ich wusste, du oder sie, wie spreche ich diese Person an? Und da gab es einen neuen Investor und der hat einfach beide Standorte in Düsseldorf zusammengeworfen. Und das wurde nicht begleitet. Es hieß, ihr seid jetzt alle per Du, Punkt. Da gab es keine Anführung, da gab es keine Zusammenführung. Also es gab ein bisschen Unterstützung im Sinne von Bahncard oder Wohnung. Und heute arbeitet kaum mehr eine der Personen dort. Also das, was früher deren Asset war, dass die Leute ganz lange da waren, hat sich komplett geändert. Da arbeitet niemand mehr, den ich kenne. Die sind alle weg. Da hat sich das ganze Unternehmen ausgetauscht. Da hat sich auch vieles sonst noch geändert, aber auch weil dieser Change-Prozess null begleitet wurde. Weil die Mitarbeitenden null an die Hand genommen wurden. Ich war das nur. Die Frage ist ja gerade, wie kann ich das erwecken? Klar, ich meine, ich kann das theoretisch, wenn es so ein Manager-Onboarding gibt, dann kann ich das da zum Thema machen. Aber ja, also ich glaube, da muss man schon noch weitergehen. Was, du hattest noch? Ja, also es schlägt in die gleiche Kerbe. Es ist, glaube ich, auch wichtig, einfach auf den verschiedenen Ebenen richtig zu kommunizieren, weil ich zum Beispiel schon mal eine Situation gekriegt habe, wo ein Change unternehmensweit an alle kommuniziert wurde und dann, das war schon gut so, nur dass die Verantwortlichen dann halt gedacht haben, okay, ist jetzt kommuniziert, dann ist ja alles klar, aber sich nicht der Ängste bewusst war, die das bei manchen Mitarbeitern ausgelöst haben, weil natürlich auch jeder anders mit sowas umgeht. Ein paar waren total begeistert und haben sich darauf gefreut, aber es gibt halt auch Leute, die einfach ein bisschen ängstlicher sind und die dann erstmal denken, Moment mal, was bedeutet das für mich? Und diese Kommunikation muss auch dann komplett durch die verschiedenen Ebenen durchgedacht werden. Also ich glaube, die individuellen Mitarbeitenden brauchen auch einen Ansprechpartner zum Beispiel. Mit wem kann ich denn reden, um rauszufinden, was das für mich konkret bedeutet. Change Manager ist immer gut, der Managerin, ja. Mein Gedanke war noch so, ich finde Beispiele sind echt voll gut. Also so wie du erzählst, dass man halt irgendwie Beispiele an Mann trinkt, okay, wir hatten ja schon ein internes Projekt, erinnert ihr euch dran, wie das gelaufen ist, versus ein anderes gut gelaufen ist und haben wir bei dem einen anders gemacht und wahrscheinlich wird ein Thema sein, wie haben wir die Leute involviert und so weiter. Also das ist jetzt nochmal so, wie kann man gewisse Ebenen abholen und sie verständlich machen. Also ich meine, Kommunikation, Schulung sind eigentlich Basics, ja. Aber wirklich Kommunikation ist nicht nur eine E-Mail, sondern wirklich Dialog. Dann auch herzusperren. Ja. Aber. Das anderes Thema, die andere, wie das Thema Sounding Board ist ja auch ein Thema, wo man das bringen kann. Da hatte ich auch mal eine Erfahrung gemacht, ein paar Jahre her, bei einer Umstrukturierung.
Die haben die Art umstrukturiert und machen für euch ein Sounding Board. Und der Hill macht da mit und dann war das noch alles. Aber dann kam das andere auf einmal, also Sounding Board. Ja, nee, aber dann müsst ihr schon so reden, wie wir das wollen. Ihr müsst mit uns absprechen, wie ihr kommuniziert mit den Mitarbeitern. Also das kann auch, ist schon ein paar Jahre her, Gott sei Dank. Ich hoffe, es läuft heute anders. Aber für mich eine extreme Erfahrung ist, okay, warum macht ihr das dann? Ihr wollt ja eh euer Ding durchziehen. Für mich da aber kein reelles oder kein reales Change Management. Deswegen, aber ich habe einen anderen Bereich jetzt, Sounding Board, da läuft das super. Also das wirklich, da wird es rangetragen, da werden die Themen ernst genommen. Finde ich einen sehr guten Faktor zum Einbringen, weil man muss ja irgendwie zum Management kommunizieren und nicht jeder rennt zum Manager, hallo, also die Veränderung finde ich voll doof und ich mag jetzt nicht das machen. Und es gibt ja viele, die sagen einfach, oh Gott, haben Angst, Ängste oder trauen sich nicht zu kommunizieren. Eine persönliche Erfahrung wollte ich noch mitgeben, und zwar, ich finde Change-Projekte sind im Kick-Off immer werden sehr groß gemacht, werden sehr nervös behandelt von allen. Sind wir dann aber in der Situation, dass das Projekt abgeschlossen ist, dann kommen nicht wirklich die Learnings raus und es wird nicht wirklich positiv behandelt, dass das Projekt jetzt abgeschlossen ist und ja, was, wohin sich auch sozusagen die Organisation entwickelt hat durch diesen Prozess. Das würde ich mir zum Beispiel von Change Management mehr wünschen, dass sie das mehr positiv in den Vordergrund legen. Also ich glaube, diese Erfolgsbewertung ist auch so ein bisschen wichtig, weil zum Beispiel in einem Unternehmen, wo du Standorte weltweit hast, da habe ich zum Beispiel bei uns schon die Erfahrung gemacht, dass im Headquarter ein Change kommuniziert wurde an alle und dann irgendwie 2 Jahre später festgestellt wurde, dass die Kollegen in Australien das noch gar nicht machen. Und das wurde dann einfach so, es wurde dann einfach vergessen nach dem Projekt, mal zu prüfen, vielleicht ein paar Monate später, wie das an den verschiedenen Standorten auch angenommen wird. Ja, also ich kann jetzt nochmal zum Thema, weil wir hier bei SAP-Implementierung sprechen, ne, und dieses Change. Und ich sage immer, Kontext ist King bei dem Thema, wie ich ein Change Management aufsetze. Und viele Unternehmen haben einfach komplett vergessen, dass sie sich vorher angucken müssen, wo ihr Change-Projekt stattfindet, in welchem Kontext das stattfindet. Und deswegen ist es extrem wichtig und die Verschiebung ist tatsächlich bei den Unternehmen da, dass sie sich früher mit dem Thema Change auseinandersetzen, weil, ist man mal ehrlich, für viele ist das noch immer Lernen und ein bisschen Newsletter schreiben. Das ist ein Change, ne? Und deswegen ist das eigentlich so ein Punkt, dass ich sage, und deswegen ist ja auch dieses Framework von SAP mit dem Activate ganz gut, dass man halt vorher so eine Art Change-Readiness-Analyse macht und guckt tatsächlich, welche Aspekte berücksichtigt werden, also Lernkultur oder Führungskultur oder Erfahrung mit Change-Prozessen oder auch Belohnungssysteme und diese ganzen Punkte. Ne? Und das muss man halt am Anfang sich angucken und sonst funktioniert das nicht, weil du die Ansatzstellen nicht hast, weil du kannst die beste Schulung machen. Da stand ja jetzt so zum Beispiel Prozess-Mindset-Workshop oder sowas, kannst du machen, ist toll, aber wenn du das nicht in einem Gesamtkontext hast, das Unternehmen, also was heißt das Prozessdenken? Ne? Und wir haben ja immer diesen Lip-Service, wenn wir gerade über den Manager sprechen, von dem, das ist kein IT-Projekt. Und wer ist denn der Auftraggeber? Also es fängt ja schon an, wer beauftragt den Change-Manager, der in dem Projekt involviert ist? Ist das nicht dann doch der IT-Projektleiter oder ist es dann zum Beispiel die Geschäftsführung? Also solche Aspekte sind immer ganz interessant zu berücksichtigen. Und, ich glaube tatsächlich, man denkt zu klein im Bereich vom Change. Das ist ja das, was auch hier gesagt wurde. Was meinst du mit zu klein? Dass es dann nur Learning und Business Kommunikation ist und nicht. Ja, es ist ja schon allein, ich sag mal so, einfach nur vom Projektbudget. Ne? Also, wenn du da anfängst, da ist es halt so, dass Change Management schon als Einzelteilprojekt eigentlich das größte Projekt ist, weil es ja unternehmensübergreifend ist. Also, wenn du ehrlich bist, wenn du gerade jetzt so ein System anfasst, ein zentrales ERP, was zentral bestimmt, wie in Zukunft die Unternehmensgeschäftsprozesse ablaufen, dann ist das eigentlich, sind die kleinen IT-Implementierungskosten sind Nebenkosten. Aber so denkt man ja nicht. Also jetzt ein bisschen übertrieben. Ne? Aber das Thema ist tatsächlich, dass wir die Situation haben, dass es verschiebt sich in den letzten Jahren immer weiter, dass das immer weiter vorne angefangen wird mit dem Change Management, aber noch immer so ist, naja, Change Management, da fangen wir mal an. Welchen Ausbildungsplan haben Sie denn für die Mitarbeiter? Dann sagt man, Moment, Rollout haben wir in die Region erst in 2 Jahren. Was wollt ihr denn da jetzt schon beibringen?
Also das ist ja eben genau, ich muss ja emotional die Mitarbeiter erst mitnehmen und die darauf vorbereiten. Und das ist so ein Punkt, deswegen sage ich halt immer, das wird zu klein gedacht, weil es auch meistens so ist, dass man, also bei Change Management muss man ja auch mal Auftrag nach Beauftragung verhandeln. Ne? Weil immer gesagt wird, ja, macht erstmal ein Lernkonzept, macht mal ein Kommunikationskonzept und das sind so mal so Aspekte, die wir wichtig sind. Wie siehst du eigentlich das Thema Kultur? Ne? Auf der einen Seite soll man jetzt die Projekte nicht zu groß machen, aber auch wenn ich jetzt Prozesse ändere, dann habe ich plötzlich mehr Transparenz über Daten, über Hierarchien, was auch immer. Das impliziert da teilweise einen Kulturwandel. Ne? Also sind eigentlich so, ist eigentlich ein bisschen ein Konflikt, weil, aber ich kann jetzt nicht mit einer IT-Einführung oder mit einem Prozessprojekt jetzt sagen, jetzt machen wir einen Kulturwandel. Aber es ist ja kein IT-Projekt, sagen wir mal. Das ist was, genau. Das ist ja das Zustand. Ja. Bei jedem IT-Projekt muss Change mitgedacht werden. Das ist eben, ja, ist eben mit hinterlegt in dem Freigabeprozess. Also wieder bei dir, Dominik, also Portfolio-Management, IT-Projekte, da wird es mitgedacht. Schade, bei organisationalen Projekten, also wo die Menschen betroffen sind, ist das nicht so vorgegeben und da wird es manchmal vergessen und dann wird man erst geholt, wenn es schon ein bisschen hakelt. Das heißt, wenn die Stimmung schon schlecht ist, wird man dann als Change Manager geholt und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber man braucht eine hohe Resilienz, weil man ist ja so gewissermaßen der Botschafter, der die schlechten Nachrichten immer wieder ins Projektteam bringt. Aber im Übrigen, die letzte Kommunikation war nix. Oder die hat die und die neue Fragen aufgeworfen. Und muss da so auch so eine gute, ja, also einmal Change-Arbeit in diesem Change oder in diesem Team leisten und dann nochmal in dem größeren Kontext in der Organisation. Seht ihr das auch? Oder habt ihr das auch? Ja, es weitet sich immer aus. Also so wie du das sagst, es weitet sich immer aus, weil es halt eben genau klar wird, irgendwie zu einem gewissen Projektzeitpunkt, dass es halt doch viel mehr Auswirkungen hat auf die Organisation. Und das Verständnis, das Problem ist, wir haben also wenn jetzt die Führungskräfte, die lesen dann ihre tollen Zeitungen von irgendwie, die lesen die ja auch. Also das Problem ist, die können sogar den Sprachgebrauch von dem modernen Führen, ne? Digital Leadership zum Beispiel, so diese ganzen Themen. Das können die, aber das können sie in der Theorie. Das praktische Umsetzen heißt nämlich, dass ich eben echt kein IT-Projekt habe. Also eine S4-Implementierung kann kein IT-Projekt sein. So, und, aber wenn wir jetzt ehrlich sind, woher kommen denn die? Also unterschrieben, das ist vom CIO und vielleicht nochmal von einem CFO. Da sind die Aufträge her und das ist eben falsch. Das ist immer so der Ansatzpunkt. Und es gibt, also wir haben das jetzt zwei Projekte, wo es zum ersten Mal der CEO unterschrieben hat und ein Projekt, wo es der Aufsichtsrat beauftragt hat, was dann natürlich wieder zu Riesensachen geführt hat. Also das Thema Change Management zu den SAP-Einführungen. Ne? Erlebst du das dann anders? Also kann man das, die Muster? Ja, das Problem ist halt, wenn du das von zu weit oben beauftragt bekommst, dann musst du erstmal in die Organisation richtig eindringen, um dieses Vertrauen zu den Leuten zu gewinnen, die das, die Veränderung machen müssen. Sonst ist es ja wie aufgesetzt. Ne? Also der Vorteil ist nur, dass du einen anderen Zugang hast zu den unterschiedlichen Mitarbeitergruppen. Du hast den großen Vorteil, dass du eben aus der IT herauskommst. Weil wenn du dir anguckst, es gibt ganz viele Abteilungen und Bereiche, wo Change Management existiert oder Unternehmen. Und das ist aber dann zum Beispiel in der IT angesiedelt. Weil da laufen ja eh die friedigen, agilen Coaches rum. Und das so ist es ja. Das ist in jedem Unternehmen gleich eigentlich. Das ist genau so. Und dann kommt mal ab und zu, ja, wir haben ein bisschen von der Marketing, da haben wir eine Praktikantin, die kann Kommunikation machen und solche Sachen. Ne? Und deswegen ist es zählt immer dieser Kontextbezug und dieses vorherige Eintauchen. Und wenn du von der Geschäftsleitung, also wirklich von der Geschäftsleitung, nicht IT-Leitung, beauftragt bist, dann kommst du erstmal im ersten Moment gleich deine Information, aber halt eben auch nur an die Dokumentierten. Und da musst du eigentlich tief im Gespräch. So also mehr Artikel im Manager-Magazin. Change Management. Nee, das Problem ist, dass die Theorie ist verstanden. Genau. Ja. Die Theorie ist.
Aber wie habt ihr das geschafft, dass es wenigstens auf der To-Do-Liste ist für IT? Ich meine, das ist schon mal was, dass es wenigstens schon mal da drauf steht. Ja, also das ist schon mal ein mega Gewinn, weil dann darüber gesprochen werden muss. Ja. Und je nach Größe des Projektes, also Budget ist da dann King, gibt es einen eigenen Change Manager oder wird das in der Projektleitung mit abgedeckt, aber mit Beratung oder Unterstützung, Templates und so weiter aus der Change. War ein langer Prozess. Ja, viele Kämpfe, aber eben auch diese Erfolgsgeschichten. Es geht ja darum, es frühzeitig anzubahnen und es geht nicht nur ums Lernen und die Lernkompetenz. Da ist es halt ein Mussfeld geworden. Wir hören ja eher die Misserfolgsgeschichten. Also großen Handelskonzernen, wo die SAP-Einführung nicht funktioniert. Beispiel. Okay, mehr Erfolgsgeschichten, ja. Ja, diese Vorher-Nachher-Bilder letztendlich einfach auch mal zu beschreiben. Wie war es denn vorher und was ist jetzt gewonnen dadurch? Mal kurz auf die Zeit. Wie lange machen wir? Ja, noch ein paar Minuten. Wir haben auch keine Hinweise im Chat. Also aber auch noch an alle, die online dabei sind, gerne entweder Hand heben oder im Chat reinschreiben. Aber wer hat denn Projekte im Moment, wo es ein dezidiertes Change-Team gibt? Also, ich wollte nur sagen, ich habe gerade ein Projekt, wo ich das sehe, dass wir es brauchen, das auch gesagt habe. Und dann immer denke, okay, eigentlich müsste das jetzt irgendjemand in die Hand nehmen, habe ich das Gefühl, das tut jemand. Aber selber denke ich mir halt auch, okay, setze mir jetzt den Hut auf und habe ich dafür die Zeit und so weiter. Also, es ist. Das ist keine Antwort auf die Frage. Dann gehört ja ein bisschen mehr dazu. Mit dem Handheben, das finde ich halt tatsächlich okay, man sieht's und dann so, okay, und jetzt? Ja. Aber das hat auch nicht unbedingt mit der Managementfrage direkt was. Online, Dominik, okay. Du wolltest noch was sagen? Ja, also vielleicht tatsächlich ergänzend oder nochmal das unterstützend. Ich glaube tatsächlich, dass das Change Management auch an der richtigen, also durch die richtige Person beauftragt werden muss, nämlich da, wo wirklich auch der Change stattfindet. Ich habe jetzt selber auch die letzten 3-4 Jahre eine SAP-Einführung mit begleiten dürfen im ERP-Bereich und tatsächlich auch da ganz klar ein IT-Projekt, obwohl es eigentlich massiv oder eigentlich hauptsächlich in der Umsetzung den Vertrieb dann betrifft. Aber da war niemand in dem Change-Management-Team aktiv. Auch das Change-Management-Team hat berichtet an den CIO. Also das heißt auch da ganz klar im Bereich IT angesiedelt. Und das merkt man genau jetzt, denn die Software-Einführung funktioniert ziemlich gut. Aber das Verhalten unserer Viertriebler ist überhaupt nicht an diese neue ERP-Software angepasst. Und da fängt es jetzt, also wir beginnen jetzt mit dem Rollout und da fängt es jetzt an zu knirschen, weil man genau das halt nicht mitbedacht hat. Aber es fühlt sich aus dem Bereich auch niemand verantwortlich, weil man sagt, ja, ist doch ein IT-Projekt und der Beauftragende auch nicht der CCO ist, sondern der CIO. Und wir haben hier wirklich ganz klar das Thema, wir haben ein Change-Management-Team, es gibt einen Change-Management-Ausschuss, der ist sogar tatsächlich sehr divers besetzt aus unterschiedlichsten Funktionen, aber der hat halt auf die Vertriebsmannschaft keinen Zugriff, weil wir halt über den CIO gehen müssten mit dem Change-Management-Team. Und das heißt, der Change, der eigentlich stattfinden müsste im Verhalten unserer Vertriebler, der findet nicht statt, weil der an der falschen, also weil alles an Change Management quasi auf die IT-Seite fließt und da auch umgesetzt wird, aber wir keinen Zugriff in den Unternehmensbereich rechts und links davon haben. Also bei uns ist zum Beispiel so, dass seit 1-2 Jahren so ein Projekt, das heißt IMC 360 gibt, wo einfach erkannt wurde, dass es an verschiedenen Stellen Bedarf gibt für Change-Prozesse und da wurden Teams gebildet. Also es gibt 4 verschiedene Teams für 4 verschiedene Baustellen sozusagen.
die besetzt sind mit Stakeholdern aus den Bereichen, für die der Change nachher relevant wird. Also dass zum Beispiel so dieser Ansatz, einfach früh die mit reinzuholen, die nachher den Change auch bei ihren Mitarbeitern vertreten müssen. Weil wir auch schon in der Vergangenheit mal die Erfahrung gemacht haben, dass so ein Change von oben kam, aber der ein oder andere Vertrieb, der ein oder andere Teamleiter sich damit überrumpelt gefühlt hat und dann in so eine Abwehrhaltung gegangen ist und das dann auch einfach an sein Team nicht weitergegeben hat. Und dann dann stoppt einfach der Change an der Stelle. Deshalb jetzt halt der Versuch, einfach die Leute so früh wie möglich mit ins Boot zu holen, damit sie das Gefühl haben, dass sie das mitgestalten können und dann auch vor ihren Leuten vertreten. Deswegen abschließend immer zu Beginn eine Stakeholder-Analyse. Ja. Wer ist daran beteiligt und mit wem muss ich wann kommunizieren? Und wer ist vielleicht kritisch in der Kommunikation und braucht nochmal eine besondere, sag ich mal, Behandlung? Ja, also was jetzt eben genau. Man weiß es doch genau. Ja. Ja. Und da kann man Strategien auch entwickeln. Und da werden wir dann schließlich vielleicht auch ein bisschen der Kreis, den Buy-in zu bekommen. Mhm. Ja. Und wenn man da dann auch schon klar kommunizieren kann, mit wem man im Change-Projekt kommunizieren muss und vielleicht auch Problemfelder schon vorab definieren kann, dann ist vielleicht auch so ein Buy-in von der Führungskraft einfacher. Mhm. Marianne will auch noch kurz was sagen. Du bist noch auf Mute, Marianne. Immer dasselbe. Ja, und ich lerne es auch heute nicht. Irgendwie ist okay. Ich wollte das von der Vorrednerin nochmal unterstützen, also diese cross-funktionalen Teams, wo eben auch die Anwender drin sitzen, die das Gefühl haben müssen, mitzugestalten. Also ich kenne das aus meiner Erfahrung, dass es da wirklich wichtig ist, zu gucken, wer sitzt da drin. Ich habe mir schon in solche Teams Leute geholt, die eigentlich keine Zeit dafür hatten, aber die waren wichtig, weil nachher dann in den Abteilungen die Leute gefragt haben, wer waren da drin, wer hatten da mitgemacht. Und wenn ich dann gesagt habe, der so und so, die so und so, und dann große Entspannung, also dieses... Das halte ich für ein ganz wesentliches Element, wenn ich jetzt eben das auch in Bezug auf IT-Projekte denke. Quasi ein Glaubwürdigkeitskatalysator. Das ist ein super Begriff, Glaubwürdigkeitskatalysator. Aber auch das Gefühl, mitbestimmen zu können, ne? Wenn es auch nur durch einen Stellvertreter ist. Ne? Dazu würde ich vielleicht ergänzen, das Wichtige ist aber tatsächlich zu unterscheiden zwischen dem Change-Netzwerk, was ich im Unternehmen brauche, und dem Projektteam. Weil es gibt durchaus Kunden, die dann anfangen, einfach ganz viele Leute mit einzubeziehen und sehr viele mit reinzunehmen. Auf einmal sind dann in den Fit-to-Standard-Workshops sitzen da 40 Leute oder sowas. Und deswegen muss man sehr sauber unterscheiden zwischen dem Projektteam, was die IT-Implementierung tatsächlich machen muss, was ja auch mit Fachbereichsvertretern besetzt ist, und denjenigen, die das Change-Netzwerk machen. Und die sind zu informieren, aber die müssen mehr bei der Kommunikation helfen und, sage ich mal, auch ein Feedback, also zum Beispiel Sounding Board, kann da genutzt werden. Aber das Wichtige ist halt, dass das Projektteam nicht hängt, sonst werden die Projekte viel zu groß. Weil wir haben tatsächlich Kunden, die dann auf einmal mit 50, 60 Leuten in Fit-to-Standard-Workshops sitzen und da müssen die erstmal eingeführt werden. Das sind andere Dimensionen. Bei uns, wir sind jetzt gerade 400 Leute, das ist noch überschaubarer als bei. Ja, aber es gibt einen. Ja. Okay. Ja, dann vielen Dank. Haben wir eine illustre Mischung. Wie immer, natürlich gibt es da nicht den Silver Bullet oder wie man das nennt, aber vielen Dank. Wir alle müssen weiter. Dafür kämpfen ist halt auch, ich mag die Kriegsrhetorik nicht, mit missionieren vielleicht, überzeugen. Das ja. Soll sein. Ein Bester bei der Religion, missionieren. Ja. Visionieren. Halluzinieren. Eine andere Baustelle ist schon mal. Okay, dann gibt es glaube ich Mittagspause. Wir sind jetzt in der Mittagspause. Ja, sehr schön. Dann vielen Dank. Danke.
so.